Ja, sehr gut. Wir sind Zauberer, wir sind Magier, wir haben einen tollen Hut auf. So als richtiger Magier halt. Sieht nur ein bisschen albern aus. Psst, Wilbur. Hallo, Herr König, guck mal. Ich bin Diplom-Magier. Ich habe dir doch gesagt, dass du es schaffen wirst. Wir sind alle so stolz auf dich. Danke. Unsere Arbeit hier ist getan. Wir sind alle wohlgenährt. Ich denke, jetzt heißt es Abschied nehmen. Ihr wollt raus aufs Land. So ist es. Aber wenn du willst, kannst du uns ja besuchen kommen. Meister Wilbur Wetterquarz wird bei uns Ratten immer willkommen sein. Auf Wiedersehen, Wilbur. Bis bald. Ja, sehr gut. Was haben wir denn hier? Greif ins Loch. Mal sehen. Ist ja immer ein gut gemeinter Tipp. Nein, mehr ist nicht drin. Ich lege die Fahne in den Eingang. Schon hilfreich, wenn man Verbündete hat, die sich in der Stadt gut auskennen. Gut, dann haben wir da doch nichts bekommen. Ich wollte mich auch wundern, warum da noch was in der Dingens hier ist. Und dann noch eine Fahne ist, aber anscheinend nicht. Sprich mit der Stadtwache. Der wird jetzt aber Augen machen. Der hätte nicht an uns geglaubt. Er hat gelacht. Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Herr Unterberg. Was wollen Sie? Ich habe mein Magierdiplom und will nun endlich zum Erzmagier vorgelassen werden. Schauen Sie sich das mal an. Sie dürfen mich ab sofort Meister Wetterquarz nennen. Und ich will sofort den Erzmagier sehen. Wetterquarz? Wieso Wetterquarz? Das ist mein Magiername. Meister Wilbur Wetterquarz. Nun öffne mir endlich das Tor. Ich will den Erzmagier sprechen. Kein Kommentar mehr? Nun, was gibt's? Warum trägt dieser Gnom Magierkleidung? Euer Ehren, dies ist Meister Wilbur Wetterquarz, ein Diplom-Magier und damit Mitglied eures Ordens. Unfug. Ich kenne alle Magier in diesem Land. Aber es stimmt. Ich habe heute mein Diplom bei eurem Bruder gemacht, Meister Markus. Ich halte das für ausgeschlossen. Ich habe keine Zeit für solche Albernheiten. Hinfort, Gnom! Aber ich soll euch etwas geben. Einen Ring. Einen Ring? Von wem? Von einem Gremlin. Er stürzte mir gestern im Weißkammgebirge vor die Füße. Er gab mir diesen Ring und sagte, der könne den Krieg entscheiden. Meister Pirschka, ich wende mich in ebenso großer Eile wie Furcht an euch. Ich habe eine Entdeckung gemacht, die unser aller Schicksal... Ich weiß, wo sich das Artefakt des Schicksals befindet. Ihr kennt natürlich die Geschichten, euer Durchlaucht. Ein legendäres Artefakt, von der Göttin des Schicksals und der Vorhersehung persönlich erschaffen. Ein außerordentlich kostbares und gefährliches Ding. Denn seinem Träger ist das Glück hold. Alles, was er versucht, wird ihm gelingen. Alles, was er begehrt, wird er erhalten. Sein Schicksal wird sich immer und zu jeder Zeit zum Guten wenden. Eine wahrhaft fürchterliche Macht. Eine göttliche Macht. Denkt nur, sie würde dem Feind in die Hände fallen. Ich habe herausgefunden, dass das Artefakt auf einer kleinen Insel namens Sordia in einem Tempel versteckt ist. Ihr müsst es finden und sichern. Ihr müsst! Helft uns, Meister Alistair. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Das war er. Das war der Gremlin, der von diesen finsteren Typen auf dem Drachen fortgebracht wurde. Schatten? Die Schattenarmee hat diesen Gremlin gefangen genommen? Sir, wir müssen sofort alles und jeden zu dieser Insel schicken. Jedes Schiff, jeden Greif, jeden... Genug. Wir müssen uns unauffällig verhalten. Wir wissen nicht, welche Informationen die Schatten schon haben. Und wir dürfen sie nicht auf die richtige Spur bringen. Nein, Sir. Aber wenn sie den Gremlin haben, dann wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis... Die Insel Sordia. Wo zum Teufel soll das sein? Ich habe noch nie etwas davon gehört. Ich werde die Stadt für einige Tage verlassen. Ich muss im Archiv nachforschen. Aber in den Archiven von Seefels gibt es jede Menge... Schweigt, Wächter! Ich werde eine Gruppe vertrauenswürdiger Mitstreiter zur Insel schicken, sobald ich sie ausfindig gemacht habe. Und ihr... Ein Wort von dieser Botschaft. Nur ein einziges Wort zu wem auch immer.
Und ich werde euch zu feinem Pulver zermahlen. Ist das klar? Natürlich. Klar ist das klar, Sir. Geht. Lasst mich mit dem Jungen alleine. Und lasst niemanden, ob Magier oder nicht, hier herauf. Verstanden? Verstanden, Sir. Und ihr, Meister Wetter... Dings. Ihr habt eure Sache gut gemacht. Wetterquarz, Sir. Danke. Mein Opa wird mir die Geschichte kaum glauben, wenn ich sie ihm erzähle. Das dürfte so bald nicht möglich sein. Du musst hier bleiben und die Stellung halten. Ich will, dass du dich auf eine kleine Expedition vorbereitest. Du und zwei Freunde, ihr sollt das Artefakt holen, sobald ich die Insel ausfindig gemacht habe. Aber wenn es um etwas so Wichtiges geht, sollten da nicht doch lieber erfahrene Schatzsucher... Ach was, Blödsinn. Dich kennt niemand. Für den Feind existierst du nicht. Du wirst keine Aufmerksamkeit erregen. Das ist unsere wichtigste Waffe in dieser Angelegenheit. Bevor der Feind überhaupt weiß, was vor sich geht, seid ihr schon längst wieder zurück. Aber ich denke... Genug geredet. Ich bin der Anführer des Ordens und erteile dir einen Befehl. Such dir zwei Freunde und warte hier auf mich. Sprich mit niemandem über die Sache. Wegtreten! Wann werdet ihr wieder zurück sein? So schnell wie möglich. Aber ein paar Tage kann es schon dauern, bis ich weiß, um welche Insel es sich handelt. Der Gremlin hat mir gesagt, in seinem Geheimkeller sei ein Buch versteckt, das den Weg zum Aufbewahrungsort des Artefakts beschreibt. Tatsächlich? Das ist gut zu wissen. Das lief doch besser als erhofft. Ein teuflischer Plan, Munkus. Gut gemacht. Du kennst nun den Aufbewahrungsort des Artefakts. Und der echte Erzmagier wird dir noch einige Tage von der Pelle bleiben. Mutter hält ihn auf Trab. Sie hat alles aufgefahren, was sie an dunkler Magie zu bieten hat. Wenn er wiederkommt, wirst du längst das Artefakt des Schicksals in den Händen halten und Seefels wird brennen, genau wie jede andere Stadt der Allianz. Oh Mann, gestern habe ich noch Fußböden gefegt. Heute bin ich Diplom-Magier und Teil des größten Abenteuers seit Ritter Tilos Kampf gegen das Brokkoli-Monster. Ein Artefakt, das unbegrenzte Macht gibt. Hoffentlich erfahren die Schatten nie etwas davon. Solch ein Ding in ihren Händen würde wahrlich das Ende der Welt bedeuten. Aber dazu wird es der Erzmagier nicht kommen lassen. Ich suche mir zwei Mitstreiter und warte hier auf ihn. Also an seiner bösartigen Lache muss der Kerl noch ein bisschen arbeiten. Das klang noch nicht sonderlich überzeugend. Das Blöde ist halt, der Feind weiß jetzt mehr als die Leute, die uns hier helfen können sollten. Das ist blöd. Bei den Göttern. Das ist eine Orkfrau. Hier, in der Stadt der Menschen. Und sie hat einen von ihnen gefangen genommen. Ich muss der Stadtwache Bescheid geben. Und Meister Markus. Gemeinsam müssen wir kämpfen bis zum letzten Tropfen Blut und... Ich kann dich hören. Bleib da stehen. Ich bin ein Magier. Das sehe ich. Ein gefährlicher Kampfmagier. Das wage ich wiederum zu bezweifeln. Wer bist du? Was willst du hier und wie bist du hierher gekommen? Eine Menge Fragen. Warum sollte ich sie dir beantworten? Ihr Name ist Elizabeth. Sie ist für die jährliche Schönheitskonkurrenz hergekommen. Und gebracht hat sie ein goldener Pegasus namens Bob. Das klingt plausibel. Wieder zwei sehr bekannte Stimmen. Ein Pegasus ist immer weiß, und heißt nie Bob. Achso, sie sieht gar nicht wie eine Schönheitskönigin aus. Ich weiß nicht, ob wir das sagen sollten. Hallo Elizabeth, nein, mein Name ist Wilbur. Pegasie oder Pegasusse, die sind doch Pegasen. Immer weiß. Und niemand würde seinen Pegasus Bob nennen. Ich bin eine Kopfgeldjägerin und nur auf der Durchreise. Dürfen Kopfgeldjägerinnen denn hier einfach anlegen? Allerdings, Kopfgeldjäger und Händler sind in diesem Krieg neutral. Die Kopfgeldjäger wollte nur niemand haben. Ich warte nur auf Jorge mit meinem Proviant, dann bin ich wieder weg. Ich habe keine Ahnung, was hier gespielt wird. Aber dieses Flugschiff könnte exakt das sein, was ich für meine Expedition brauche. Mit wem hast du gerade gesprochen? Mit niemandem. Nö, wir sind unsichtbar.
Wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Elizabeth. Wohin bringen Sie Ihre Gefangenen? Ich muss noch etwas machen. Sie heißen also nicht Elizabeth? Man nennt mich Masas. Da wahlweise auch Zuckerschnute, die kühle Grüne oder auch einfach du da, junger Mann. Und sie ist eine lausige Kopfgeldjägerin. Stimmt. Ich fasse nur Volltrottel, die noch dümmer sind als ich. Wohin bringen Sie Ihre Gefangenen? Wohin wollen Sie denn Ihre Gefangenen bringen? Das geht dich kaum etwas an, Zwerg. Sie wissen es. Und das ist genug. Ich bin kein Zwerg. Ich bin ein Gnom. Richtig so. Lass dir nichts bieten. Verwandle sie in ein Schaf. Ich kann nur Kaninchen in so eine Art Schaf verwandeln. Toll. Das ist hilfreich. Ich muss weiter. Wenn du den Krämer siehst, dann sag ihm, dass ich ihm die Ohren rausreiße, wenn er nicht bald hier antrabt. Ich glaube, dafür ist er schon ein bisschen zu weit weg. Ja, wunderbar. Haben wir wieder neue Leute hier kennengelernt. Und vor allem die linken beiden, die werden wir noch selber spielen. Den guten Kerl hier, rede mit dem Gefangenen oder halt betrachte den Mitleid. Wir schauen uns den Mitleiter mal an. Ich habe so ein Wesen noch nie gesehen. Es hat Ähnlichkeit mit diesem Dämon aus dem Wirtshaus. Vielleicht ist es aber auch nur ein Tier. Ja, so wie der Dämon eigentlich keins ist. Es könnte so eine Art Otter sein. Ein Stachelotter. Sicher? Wir können uns jetzt mit den beiden Typen hier unterhalten, mit den beiden Leuten. Ich schaue mich erstmal in der Gegend hier um. Oder wir schauen erstmal die Kopfgeldjägerin an. Oder nee, ich schaue mir das, die Verstrebung. Nein, ich schaue mir. Doch hier, ich rede mit dem Gefangenen. Meinetwegen. Huhu. Hi. Mein Name ist Wilbur. Wer sind Sie? Ich bin Wilbur. Wer sind Sie? Jemand mit einem kleinen Problem, wie du siehst. Könntest du mir einen Gefallen tun und der grünen Lady dort eins über den Schädel ziehen? Komm schon, Nate. Ich tue hier nur meinen Job. Dummerweise wird mir das den Hals kosten, oder? Anzunehmen. Sie sind so etwas wie ein Pirat? Sind Sie ein Pirat oder so etwas? Nein. Ja. Das wird mir manchmal unterstellt, aber ich bin ebenso wenig Pirat, wie Massas hier eine Balletttänzerin ist. Ich bin Kapitän dieses stolzen Schiffs, der Mary. Ich bin freiberuflicher Schatzsucher. Ein Betrüger bist du! Und du bist eine fürchterliche Balletttänzerin. Ich mag Ballett. Das ist gut zu wissen. Sie sind ein Schatzsucher, dann könnten Sie mir helfen. Sie suchen professionell Schätze? Dann kennen Sie sich mit untergegangenen Tempeln und so aus? Natürlich. Ich habe alle Himmel bereist, bin ans Ende der Welt gefahren, habe gegen die Zyklopen gekämpft und Dinge gesehen, die man lieber nicht sehen möchte. Massas hier zum Beispiel. Ja, das musste ja kommen. Wenn ich Ihnen eine kleine Insel auf einer Karte zeige, können Sie mich dann dorthin fliegen? Mal angenommen, ich müsste zu einer bestimmten Insel und würde Ihnen die Insel auf einer Karte zeigen. Könnten Sie mich dorthin bringen? Abgesehen davon, dass ich in einem Käfig sitze, sicherlich. Dann müssen wir Sie befreien. Ich bin auch noch hier. Was hat das damit zu tun? Bis bald. Mach's gut, Kurzer. Ein abgebrühter Kerl. Captain Nate ist ein Schatzsucher und hat sein eigenes Schiff. Einer wie er könnte genau richtig für mein Team sein. Aber ja. Wie komme ich an der Orkfrau vorbei? Und das auch noch ganz alleine? Jetzt hast du mir gerade meine Abschlussworte für diese Aufnahme geklaut, Wilbur. Ist voll gemein von dir. Gut, wir haben Fräulein Kopfgeldjägerin, wir haben hier so eine ganze Menge Krempel meine dabei. Schuld. Sie haben mir die falschen Koordinaten gegeben. Aha. Die Koordinaten waren korrekt. Ah. Ja, toll. Und so ein verfluchtes Ork-System. Sieh mich an. Sehe ich aus wie ein Ork? Vielleicht hätte man mir die Daten fürs menschliche Koordinatensystem geben sollen. Vielleicht hättest du einfach zugehört, als dir das lang und breit erklärt wurde. Ich bin seit 15 Jahren Kapitän. Muss mir sowas nicht erklären lassen. Ganz offensichtlich schon. Spätestens als du in der Hochzeitstorte gelandet warst, hätte dir auffallen müssen, dass das kein Stinkzoten-Hauptquartier war. Ja, Brautjungfern sahen verdächtig aus. Ach, deswegen hast du sie einer Leibesvisitation unterzogen? Ja, die Stimmung ist auf jeden Fall Bombe. Davon erfahren wir dann beim nächsten Mal mehr hier bei The Book of Unwritten Tales, wenn wir den guten Nate denn hier...
Es gibt befreien. Verschiedene Regeln für dieses Spiel. Keine davon sagt, dass du Extrakarten im Ärmel haben darfst. Ja, ja. Ach komm, alle anderen haben auch falsch gespielt. Damit habe ich das Spiel erst wieder fair gemacht. Der Dicke sieht das anders. Wusstest du denn nicht, wer er ist? Wie kann man nur so bescheuert sein und sich mit so einem anlegen? Du hättest sein Gesicht sehen sollen. Das wird er sein Lebtag nicht vergessen. Du auch nicht, wenn seine liebe Mutter mit dir fertig ist. So, jetzt aber tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.